Was könnte es für einen Footballspieler Wichtigeres geben als sein Football-Helm? Nach welchen Kriterien du den Helm auswählst, lernst du in diesem Video. Sicherlich kennst auch du ein Team, das so richtig auf hinten steht, wo Spieler sich dafür rühmen, dass sie möglichst viele Schrammen auf dem Helm haben oder dass der Kopf nach dem Training oder Spiel so richtig brummt. Wenn dann ein Spieler sogar noch den Spitznamen Pinguin bekommt, weil er Kopf voran und den Arm an der Seite in die Spieler springt, dann weißt du, dass du am Game Day richtig geschützt sein möchtest. Und der wichtigste Teil deiner Football-Ausrüstung ist hier der Helm. Wie du den Helm auswählst, welche verschiedenen Modelle es auf dem Helmmarkt gibt, erfährst du jetzt hier im Video. Manchmal stellt sich die Frage, ob du noch mit einem Jugendhelm spielen kannst oder schon einen Erwachsenenhelm brauchst. In den USA wird normalerweise ein Jugendhelm ab der Middle School empfohlen. Bei uns kann das etwa mit der B-Jugend verglichen werden. Aller spätestens ab der A-Jugend brauchst du auf jeden Fall einen Herrenhelm, weil dort Spieler größer und schwerer sind und der Impact, der auf deinen Helm und auf deinen Kopf auftritt, heftiger ist. Herrenhelme sind etwas teurer, haben aber auch bessere Materialien verbaut und wenn du dein Game advanced, dann solltest du auch das richtige Equipment dafür haben. Erfahrene Spieler wissen, dass sie ihren Helm ca. alle 3 Jahre austauschen müssen und dass es vorteilhaft ist, hier auf die neuesten Modelle zurückzugreifen. Nur dann bekommst du die besten Features des Herstellers und hast einen idealen Schutz, der sich über die Zeit weiterentwickelt hat. In Sachen Helmwahl ist es empfehlenswert, auf die bewährten Hersteller zurückzugreifen. Wir denken hier zunächst an Rydell und Schutt, aber auch an den neuen Hersteller Xenith. Xenith hat den Markt etwas revolutioniert mit ihrem neuen Helmsystem, indem sie eine Haube im Helm verbauen, die sich um den Kopf schließt, wenn du den Chinstrap zusammenziehst. Rydell und Schutt als traditionelle Hersteller konzentrieren sich hier noch auf ihr Helmsystem aus Luftpolstern, haben sich aber auch ständig weiterentwickelt und sorgen für einen besseren Fit durch mehr Helmsystem und mehr einzeln individuell einspielbare Luftpolster. Zunächst zeige ich dir den Aufbau eines Footballhelms, der bei allen Modellen und auch Herstellern sehr, sehr ähnlich ist. Wir haben hier außen eine Helmschale, an der ist ein Face Mask verbaut mit verschiedenen Face Mask Befestigungssystem. Der Rydell Speedflex hat hier beispielsweise die sogenannten Quick-Release-Systeme an allen 4 Punkten, an denen die Face Mask befestigt wird. Weiterhin hat der Helm das Polstersystem im Inneren. Hier gibt es wie gesagt ein Luftpolstersystem oder ein Helm-in-Helm-System von Xenith, was sehr einfach ist von der Anpassung. Weiterhin hat ein Helm einen Chinstrap. Bei Rydell kommt er klassischerweise in einem Soft-Cup-Chinstrap, also ein weicher Kinnriemen. Möchtest du hier upgraden, weil du dich beispielsweise besser vor Schlägen unter das Face Mask schützen möchtest, dann kannst du auch das bei uns im Shop bekommen. Xenith hat auch hier wieder etwas weiter gedacht und bietet einen sogenannten Hybrid Cup. Eine Mischung aus Soft Cup innen für einen sehr guten Fit und draußen eine Plastikschale, um sich vor allen Schlägen zu schützen. In der Tendenz wurden die Helme immer etwas größer, je neuer sie wurden. Das liegt einfach daran, dass mehr Polster und mehr Helmsystem im Inneren verbaut wurde. Das wichtigste Kriterium bei der Helmauswahl ist, dass er dir gut passt. Grundsätzlich können viele verschiedene Helme auf deinen Kopf passen. Einfach ist es, da wir im American Football einen Teamsport haben, dass du in deinem Team bereits verschiedene Modelle und Größe ausprobieren kannst bei deinen Mitspielern, um schon vorab zu prüfen, ob der Helm dir etwa passen könnte. Wir haben bereits ein Video erstellt, das dir genau zeigt, wie du die richtige Helmgröße wählst, was wir hier nochmal verlinken. Als nächstes solltest du bei der Helmwahl wissen, was du in einem Helm wünschst. Je neuer der Helm ist, desto teurer ist er normalerweise auch, desto mehr Features wurden aber auch verbaut. Bei Playmakers wählen wir für dich voraus einige Modelle aus, um dir einen guten Überblick des Marktes zu bieten. Von eher einem günstigeren Einsteigermodell zum High-End-Helm bieten wir dir eine gute Range, sodass du entscheiden kannst, mit welchem Helm du am Game Day antreten möchtest. Bei uns im Shop wählst du den Helm und die Face Mask getrennt voneinander aus. So wissen wir auch, welches Face Mask Modell du tatsächlich möchtest und welche Farbe du bei der Face Mask um Helm wählst. Die Face Mask braucht für dich keinen ausschlaggebenden Punkt bei der Helmwahl zu bieten. Die verschiedenen Hersteller und Helmmodelle haben typischerweise verschiedene Face Masks für alle Positionen da, sodass du hier im Anschluss nach der Auswahl des Helmmodells jede Freiheit hast. Wie du die Face Mask perfekt für deine Position auswählst, zeigen wir dir in einem anderen Video, was hier verlinkt ist. Du weißt, dass der Footballhelm der wichtigste Teil deiner Ausrüstung ist. Er schützt dich vor dem Gröbsten und lässt dich guten Gewissens auf das Footballfeld gehen. Wir starten dich gerne mit deinem perfekten Helm aus. Be a Playmaker!